Im heutigen Video geht es um das nächste 1:1 Artwork, was wir sehen werden. Unter anderem schauen wir uns die Zahlen zum Mickey Mouse Job an, wie viele Codes dort jetzt eingelöst wurden. Und ich habe auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema für dich da draußen mit dabei. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, und heute mit diesen sehr wunderbaren Themen. Wir haben an dieser Stelle keine Jobankündigung, denn laut Alex wird das ganze Wochenende jobfrei bleiben. Dennoch gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die wir besprechen sollten oder auch müssen, und dementsprechend habe ich auf jeden Fall ein paar Themen für euch mit dabei. Wenn dir mein Kanal wie auch mein Content gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Like hier unter diesem Video freuen, und ansonsten, wenn du in Zukunft auch nichts verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, so verpasst du da draußen kein neues Video von mir. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt rein, nämlich mit dem interessanteren Teil, und zwar nicht der nächsten 1:1 Auktion, die natürlich wie immer am Montag startet, und da wird auf jeden Fall Gary Baseman der nächste Kandidat sein, den wir sehen werden, unter anderem natürlich auch schon, wie hier man das sehen kann mit diesem Bild. Davon kann man halten, was man will. Ich bin auch kein großer Gary Baseman-Fan persönlich, aber dennoch ist das auf jeden Fall eine Auktion, die, denke ich mal, auch für den einen oder anderen interessant ist, da Gary Baseman doch ja seine eigene Fanbase auf jeden Fall auch auf Vivi gefunden hat. Ich denke, dass das Artwork maximal bis 10.000 US-Dollar versteigert werden sollte. Wir haben an der Stelle tatsächlich auch keine weiteren Details. Die Details werden noch folgen. Ich könnte mir aber vorstellen, weil man hier auch schon das Artwork sieht, dass man tatsächlich diese 1:1 Variante des normalen Artworks, was er hier auch gerade zeichnet, tatsächlich dazu bekommt, zu dem normalen NFT, was er auch schon bei einer der letzten Auktionen der Fall war. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gary Baseman an dieser Stelle auch nochmal nachziehen wird. Trotz dessen auf jeden Fall eine Auktion, die für mich auf jeden Fall nicht relevant ist, aber hier an der Stelle für dich auf jeden Fall diese Info. Ansonsten schauen wir uns doch mal an, wie der letzte Mickey Drop sich verhalten hat, und da muss man einfach ganz klar sagen, überwiegend war das tatsächlich ein Fail. Es gab ja ziemlich viele Beschwerden und auch viel Kritik an dem Format, wie das Ganze durchgeführt wurde, und Alex war tatsächlich gestern Abend auch nochmal in einem Interview bei den Vivi Bros, und dort hat er nämlich auch gesagt, dass das natürlich alles ein bisschen schwierig war und sie auch das verstehen können und jetzt im Endeffekt aber halt wirklich auch nur ein Testlauf war und dass sie in Zukunft auf jeden Fall deutlich besser machen werden und auf jeden Fall hier aus den Fehlern auch gelernt haben, denn wie man sich jetzt hier momentan mal anschauen kann, wir haben jetzt hier momentan einen Floorpreis bei der Ankammer, die animiert ist, von 58 Gems. Das heißt, wir sind unter dem Floorpreis. Das gleiche gilt hier für die Ultra, die momentan bei 41 Gems liegt. Und dann haben wir noch die Secret Rare, die tatsächlich aber im Plus liegt, nämlich bei 190 Gems. Und das ist auf jeden Fall schon mal ja ein Zeichen, dass natürlich hier auch die Ultra extrem unbeliebt ist. Natürlich auch mit dieser fehlenden Animation ist das Ganze hier bei der Ultra nochmal deutlich unter dem Preis der Ankamen, die ja animiert ist, wo aber tatsächlich auch die Animation nicht allzu gut ist. Jedenfalls streiten sich dort viele Gemüter, ob die jetzt wirklich so gut ist oder nicht. Meine persönliche Meinung, ich hätte dort mehr erwartet, was das natürlich aber auch mit den ganzen Datenverarbeitungen und der Kapazität dann auch in der App zu tun hat. Damit kenne ich mich leider nicht aus, deswegen ist das natürlich nur erstmal meine Meinung. Wenn das natürlich aufgrund von Daten oder zu großer Datenmenge einfach nicht funktioniert, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Nichtsdestotrotz wurden auf jeden Fall schon einige Codes ausgelesen. Insgesamt wurden 4000 Promo-Codes bzw. 4072 Promo-Codes bis gestern Abend bzw. gestern Nachmittag um 20 Uhr dann eingelöst in etwa. Das Ganze ist natürlich schon relativ viel von 10.000 Stück. Das heißt, wir sehen hier auf jeden Fall, dass einige noch nicht eingelöst wurden. Da muss man aber tatsächlich auch sagen, das Ganze kann auch dem geschuldet sein, dass Leute wie ich zum Beispiel sich erstmal das ganze Geschehen anschauen und später erst diesen Promo einlösen. Da man ja wirklich 7 Tage Zeit hat, denke ich mal, werden hier auf jeden Fall noch einige nachziehen. Ich gehe davon aus, dass wir so in etwa bis 7.000 Promocodes hier eingelöst sehen werden. Das heißt, wir werden dann am Ende einen ganzen Supply in etwa bei 13.000 haben, was auf jeden Fall meiner Meinung nach realistisch ist. Das wird nochmal den Preis natürlich von einigen Collectibles dann hier ein bisschen hochziehen, von der Secret Rare natürlich nochmal mehr als von der Uncommon und der Ultra Rare, weil natürlich dadurch bei der Secret Rare nochmal deutlich, deutlich weniger sind. 3805 Codes, in dem Fall 93% zu dem Zeitpunkt, wurden von
einzelnen Adressen eingelöst. Insgesamt 72 Accounts haben 2 Codes eingelöst, 11 Accounts haben 3 eingelöst, 6 Accounts haben 4 eingelöst, 3, 5, 2, 6 und einer 7 insgesamt. Und das ist natürlich schon ganz schön viel. Ich gehe davon aus, dass es hier sich vielleicht sogar teilweise um Bots handeln könnte. Das ist aber natürlich nur ein Könnte, denn ja, wer einfach hier mal 7 Codes ungefähr einlöst, der muss die auch irgendwo her haben. Natürlich kann man die auch kaufen, aber man weiß ja nie, was die Leute dann halt auch das machen. Auf jeden Fall an dieser Stelle hier die Daten, die wir zum momentanen Zeitpunkt haben. Ich werde euch natürlich aber hier, was das ganze Prozedere und die ganzen Daten angeht, auch auf dem Laufenden halten. Und ansonsten habe ich auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema mit dabei, denn das Jahr neigt sich zum Ende. Viele fangen so langsam auch immer ihre Steuern an und da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie versteuere ich meine Vivi-NFTs oder auch meine Omi-Token. Und dazu habe ich nämlich einige Videos schon gemacht und wenn du dich dafür interessierst, dann würde ich dir diese Videos auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze sind natürlich alles nur die Meinungen eines Steuerberaters, aber dennoch sind es halt einfach die Meinungen von jemandem, der sich damit auseinandersetzt und auskennt in diesem Fachgebiet. Und deswegen werde ich dir einmal hier 3 Videos verlinken, und zwar nämlich einmal Krypto NFT News für Deutschland. Das ist auf jeden Fall das aktuellste Video und meiner Meinung nach auch das beste Video, wo du vieles nochmal zusammengefasst hast, was Krypto, NFTs bzw. Vivi auch spezifisch angeht. Dann haben wir als nächstes noch einmal das Steuerexperten-Interview. Das ist schon etwas länger her, schon 6 Monate. Dort haben wir unter anderem Cashout, MCP und die ganze Besteuerung dort auf jeden Fall besprochen. Werde ich dir auch auf jeden Fall alles unten verlinken. Und das etwas sehr ältere Video kannst du dir aber natürlich auch nochmal anschauen, und zwar Steuern bei Vivi NFTs mit Martin Figantowski. Da musst du aber auf jeden Fall aufpassen. Das ist, wie gesagt, die ältere Variante. Die aktuellere Variante ist hier wirklich das Steuerexperten-Interview. Update mit Martin Figantowski, meiner Meinung nach wirklich ein sehr guter Steuerberater, und an dieser Stelle kann ich dir diese Dinge auf jeden Fall nur ans Herz legen, dir diese wenigstens einmal anzugucken und dir dann deine eigene Meinung aus diesen Inhalten zu ziehen. Und ansonsten war es das jetzt auch an dieser Stelle mit diesen ganzen Themen. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.